Lasst uns doch ein wenig über John Williams sprechen. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die liebe Caro und ich haben, ja, zusammen das Werk Nichts als die Nacht von John Williams zusammengelesen und wir haben uns überlegt, euch dazu bzw. zum den gesamten, ja, übersetzten Werk von John Williams euch ein paar Fragen zu beantworten und ja, vier Fragen wird es hier bei mir in diesem Video geben, sowohl meine Antworten als auch Caros Antworten und vier weitere Fragen wird es dann bei Caros in Caros Video auf ihrem Kanal geben, sowohl meine Antworten als auch ihre Antworten dazu. Und ja, damit das hier nicht allzu lang wird, legen wir doch gleich los. Bevor ich meine Fragen beantworte, möchte ich euch sehr, sehr gerne noch eine kurze Zusammenfassung von dem Werk Nichts als die Nacht geben und wie es mir gefallen hat. Ja, Nichts als die Nacht, ja, begleiten wir den Protagonisten Arthur Maxley, ja, durch eine Nacht in San Francisco. Arthur hat ja ein Ereignis in seiner Kindheit erlebt, das ihn ja verstört bzw. auch über die Maßen irritiert hat und er versucht ja auf irgendeine Art und Weise damit zurechtzukommen. Und wir begleiten nun ja viele, viele Jahre später, jedenfalls wirkt es so auf mich, Arthur nun eine Nacht lang und er hat dieses Ereignis ja immer noch nicht so gut verarbeitet oder versucht beziehungsweise immer noch einen Weg damit umzugehen. Genau, und in dieser Nacht erlebt er viele Dinge, wie zum Beispiel, er trifft einen Freund, aber auch hat er ein Gespräch mit seinem Vater. Ja, dieses Werk ist meiner Meinung nach sehr melancholisch, sehr irritierend und auch zu gewissermaßen sehr, sehr düster. Das soll es jetzt erstmal zu dem Werk gewesen sein und jetzt lege ich los. Ja. Die erste Frage, wie fand ich die Novelle Nichts als die Nacht oder welchen Eindruck hat Nichts als die Nacht bei mir hinterlassen? Also es hat einen sehr starken Eindruck hinterlassen und zwar in dem Sinne einen sehr starken, düsteren Eindruck. Also dieses Buch ist sehr, sehr melancholisch, sehr düster, sehr lethargisch. Und ich finde, das schafft John Williams durch seine Sprache an den Leser zu vermitteln. Beziehungsweise auch, also jedenfalls hat er das für mich übermittelt. Und ich fand diese Düsternis beziehungsweise die Melancholie schon ein Stück weit sehr, sehr erdrückend. Und ich hatte das Gefühl, dass ich durch diese Düsternis, dieses Buch, auch wenn es nur 150 Seiten sind oder 160 Seiten, ich nicht in einem Stück lesen hätten können, weil ich immer das Gefühl hatte, diese Melancholie, die springt so auf mich über und ich hätte nicht so schnell diese, ja, diese Düsternis wieder von mir abwerfen können. Und ich war schon etwas froh, dass das Wetter dann, also am Anfang war es doch auch hier sehr düster, also so, es war halt sehr bedeckt und die Sonne hat nicht geschienen und am Ende dann doch noch ein bisschen die Sonne rauskam, so dass ich jedenfalls das Gefühl hatte, dass ich die Düsternis quasi oder die Melancholie wieder von mir abstreifen konnte. So, jetzt war es der Satz. Genau. So, und jetzt die Antwort noch von der lieben Caro zu dieser Frage. Welchen Eindruck hat Nichts als die Nacht bei mir hinterlassen? Einen unerwartet tiefen, wie ich finde. Es ist so ein kurzes Buch, aber ich denke noch sehr viel über das Buch und die Geschichte nach. Und das habe ich selten, vor allem nach so einer kurzen Novelle, dass mich das wirklich noch lange beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob es an der wirklich hervorragenden Ausdrucksweise von John Williams liegt oder einfach auch an dieser düsteren Geschichte und dass man doch so wenig eigentlich darüber weiß. Ob das die Gründe sind, dass es noch einfach bei mir hängen geblieben ist oder irgendwas anderes. Aber ja, das kleine Buch hat wirklich einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Die nächste Frage ist, wie empfandest du die Stimmung in Nichts als Nacht? Also
Die Stimmung war, wie ich ja bereits in meiner vorhergehenden Antwort meinte, dass sie sehr melancholisch ist, sehr düster und auch sehr lethargisch. Und des Weiteren hat sie ja auch nicht mal irgendwas Positives. Also das ganze Buch ist eigentlich von dieser Trägheit, von diesem Ereignis, was sehr, sehr negativ war, ja, durchzogen. Und ich finde, dass John Williams es wahnsinnig gut schafft, diese Stimmung auch beizubehalten und dass da niemals ein anderes Gefühl entsteht. Und er braucht dafür auch meiner Meinung nach nicht sehr viele Worte oder sehr viele Seiten. Er hat das schon in den ersten 20 Seiten, wie ich fand, schon sehr, sehr gut rübergebracht, welche Stimmung wir haben, beziehungsweise ja, welches Gefühl wir übermittelt bekommen. Und jetzt noch die Antwort auf die Frage von der lieben Caro. Die Stimmung fand ich wirklich ganz besonders. Ich hatte das noch bei keinem Buch, dass mich die Langeweile und die Trägheit und diese Müßiggang aus den Zeilen so angeschrien haben wie hier bei Nichts als die Nacht. Also so deutlich hat sich das Gefühl von Trägheit noch nie auf mich übertragen beim Lesen. Und das war so die Hauptstimmung für mich. Und also das war wirklich was ganz, ganz Besonderes, ein Leseerlebnis, was ich so noch nicht hatte. Die nächste Frage möchte ich gerne wissen, wenn du dich für ein Werk entscheiden müsstest, welches Werk von John Williams würdest du denn gerne noch einmal lesen? Also wenn ich mich nur für ein einziges Werk entscheiden müsste, dann würde ich mich doch tatsächlich für mein erstes Buch von John Williams entscheiden. Und ich denke, der eine oder andere wird es schon kennen, beziehungsweise hat es vielleicht auch schon mal im Laden gesehen. Und zwar spreche ich von Stoner. Stoner ist mein absolutes Lieblingswerk von John Williams. Ich mochte einfach die Stimmung, ich mochte die Charakterzeichnung von Stoner. Ja, ich mochte einfach die Atmosphäre, die John Williams schafft um diesen Protagonisten Stoner. Und ich persönlich kann euch dieses Werk auch einfach nur empfehlen. Lest es und gebt ihm eine Chance. Und ja, ich wünsche euch viel Vergnügen beim Lesen. Und welches Werk würdest du denn nochmal lesen, liebe Caro? Für mich war es schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Einerseits ist Butcher's Crossing mein Lieblings-John Williams. Andererseits, und obwohl wir das gerade erst ausgelesen haben, habe ich allerdings das Gefühl, dass es mir doch noch mehr Verständnis geben würde, wenn ich das Buch jetzt gleich nochmal lesen würde. Aber ich glaube, mehr Vergnügen würde mir Butcher's Crossing bereiten und deswegen entscheide ich mich für dieses Buch als Antwort auf diese Frage. Die letzte Frage, die ich euch gerne noch beantworten möchte, lautet: Siehst du parallel in John Williams Schreiben oder sind es gerade die Unterschiede, die seine Werke auszeichnen? Das ist, wie ich finde, eine wahnsinnig gute Frage. Und zwar ist es meiner Meinung nach so, dass sich sowohl die Unterschiede auszeichnen, aber auch die Gemeinsamkeiten. Thematisch sind sie meiner Meinung nach alle unterschiedlich. Also wir haben in Butcher's Crossing die Büffeljagd. In Augustus erleben wir quasi die sehr viel politische Geschehnisse um den Erben von Julius Caesar, also Augustus. In Stoner verfolgen wir einen Mann, der Literaturprofessor ist. Und in Nichts als die Nacht haben wir einen Protagonisten, der an einem Ereignis in seinem Leben sehr, sehr zweifelt oder sehr zu knabbern hat. Und aber von der Stimmung her, beziehungsweise die Beschreibung der Stimmung, sind sie alle sehr, sehr ähnlich. Auch wenn alle eine andere Stimmung hervorrufen, beziehungsweise erzeugen möchten. Und meiner Meinung nach auch verschiedene Genres bedient werden. Aber ich finde halt so, gerade das ist das, was mich an John Williams einfach so begeistert, ist seine Art und Weise, wie er schreiben kann, wie er Stimmungen erzeugen kann und wie er sie sogar, also jedenfalls erging es mir so, die Stimmung auch an den Leser übertragen kann. Und das ist halt, glaube ich, auch das, was seine Werke alle gleich haben, aber unterschiedliche Thematiken behandeln, was seine Werke auch so vielfältig macht.
Und ja, das ist das, was mir auch an John Williams so wahnsinnig gut gefällt und ich auch sehr, sehr traurig bin, dass es ja keine Übersetzungen mehr gibt, beziehungsweise es gibt ja noch einen fünften Roman, der ja aber leider nicht mehr fertig geworden ist und soweit ich weiß auch noch nicht übersetzt worden ist und dann gibt es auch noch ja, Lyrikbände, die ebenfalls noch nicht übersetzt worden sind. Und jetzt sagt uns noch die Caro, ob sie Parallelen sieht oder ob sie doch die Werke von John Williams durch die Unterschiede sich auszeichnen. Wenn ich mir jetzt alle vier Werke nochmal so durchgucke, die ich gelesen habe, beziehungsweise Augustus gehört, dann finde ich, ist schon eine auffällige Gemeinsamkeit, dass hier einen einsamen männlichen Protagonisten gibt in seinen Geschichten, der ja im Konflikt mit seiner Identität zu einem gewissen Punkt steht und sich irgendwie verändert. Aber ich finde, das eigentlich Herausragende an John Williams Büchern ist, dass sie so unterschiedlich voneinander sind, dass er sich wirklich an so viele verschiedene Genres herangewagt hat und die in was literarisch ganz Hochwertiges verwandelt hat. Und ich finde, dass die Unterschiede doch das sind, was John Williams Bücher ausmacht. Das soll es nun von mir gewesen sein und ich hoffe, euch hat dieses Video Freude bereitet und wir konnten euch ja quasi das Werk von John Williams ein wenig näher bringen und ihr greift vielleicht jetzt auch ja, zu einem Werk von John Williams. Ich würde mich darüber sehr freuen und ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr mir verraten würdet, welches Werk ihr von John Williams schon gelesen habt. Freue mich natürlich auch über alle anderen Kommentare. Ja, schaut doch mal bei der lieben Caro vorbei, da haben wir zusammen auch nochmal vier andere Fragen beantwortet und ja, bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!